Es ist Sonntagabend hier auf der Strecke in Marina Bay und die Autos werden für ein spektakuläres Rennen vorbereitet für den großen Preis von Singapur. Der Deutsche Nico Rosberg hat seinen Silberpfeil im gestrigen Qualifying an die Spitze der Tabelle gefahren. Damit hat er einige Leute aufhorchen lassen und nicht zuletzt seinen Teamkollegen Lewis Hamilton geschockt. Gestern fuhr er wie entfesselt. Es würde mich also nicht wundern, wenn er dem Feld heute einfach davonfährt und uneinholbar wird. Aber wie wir wissen, ist in der Formel 1 alles möglich. Lassen wir uns also überraschen. Wie kann Felipe Massa mit seiner schlechten Startposition beim heutigen Grand Prix umgehen? Massas Williams kann viel mehr leisten als das, was er gestern aus dem Wagen herausgeholt hat. Also werden sie wohl heute mit einer etwas anderen Strategie versuchen, ein paar Plätze gut zu machen. Viele Plätze nach vorne gut machen können wir eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur ein Platz vorhanden. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015 bei der Bianchi-Saison. Ganz kurz, ich stand nur kurz ein Thema an F1 2016. Einführungsrunde bestätigt. Realistisches Chance-Modell auch bestätigt. Unser Safety Car, das kennen wir eh schon. Aber es hypt mich immer noch nicht. Ja, das kann ich schon mal vorneweg sagen. Wir fahren hier 15 Runden, ein relativ langes Rennen. In Runde 6 geht unser Boxenstopp. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mich wahrscheinlich hier doch nach hinten orientieren, denn ein Hamilton kann noch von hinten kommen. Sie würde das Geile direkt hinter mir. Viel Glück! So, die große Ankündigung habe ich eigentlich schon bekannt gegeben. So, die nächste Ankündigung, ja, folgt ja schon. Da ist der Hamilton schon vorbei und ich habe schon wieder ein Lenkrad. Habe ich wahrscheinlich für euch rausgeschnitten oder ich habe es vergessen. Eins von beiden. Also die beiden Mercedes vor uns, dann kommt Bottas hinter uns. So, jetzt bin ich eigentlich den... Oh, Alter, ich bin den Manu jetzt nicht mehr gewohnt. Ich habe, wie ihr festgestellt habe, die Last-Befestigung ganz kurz reingeschoben, weil ich den Part hier nicht aufgenommen hatte. Wo ich normalerweise mal ein komplettes Bianchi-Wochenende aufnehme. Das war hier jetzt nicht der Fall. Und es kann nicht der Fall sein, dass ich jetzt hier einfach nicht reinkomme in das Rennen. Der Bottas macht mir zu viel Druck. Mit einer Attacke hier in der Kurve. Nein, ohne mich. Wir fahren ja noch um Platz 3 in der Fahrer-WM. Okay, das Auto fährt sich ja mal ganz anders als im Qualifying. Die Bremse war jetzt brutal aggressiv hinten. Wetterbericht. Wie gesagt, F1 2016, das hat Codemasters, soll eine Einführungsrunde drin haben, ja, endlich. Man soll Boxentafeln sehen, die Teams rausseiten, ja, endlich. Also so viele Kleinigkeiten, auch vom Gameplay soll sich was geändert haben. Ich gehe mal davon aus, da wird sich nicht allzu viel geändert haben. Man ist auch in dieser großen Halle, wie man das auf dem Screenshot mal gesehen hat, dann hat wieder eine Managerin an ihrer Seite, also... Das war zwar nur ein kleiner Einblick in das Spiel, hat mich aber auch wieder einfach nicht gehypt, weil es einfach nicht wieder was Großes war. Es war halt, ja, viele aneinanderfolgenden Sequenzen hintereinander gegriffen und nicht so wirkliches Gameplay-Video. Das hat mich wieder so ein bisschen gestört. Mich hätte es einfach mal schöner gefunden, wenn man einfach meine Einführungsrunde mal komplett gesehen hätte. Ja, einfach mal wieder eine komplette Einführungsrunde. Nein, man zeigt eigentlich nur, wie die Autos, da gerade einparken, wieder in ihre Startboxen. Das war das Einzige, was man wirklich gesehen hat. Aber ich hoffe, dass man das auch selber machen kann. Das ist also eine richtig große Herausforderung, die den Realismus natürlich wieder ein bisschen näher kommt. Was ich aber immer noch hoffe, ist, dass man den Funk erweitert, der hier wirklich das Wichtigste eigentlich ist. Die wichtigste Erneuerung war für mich hier der Funk. Und mal schauen, was das in F1 2016 sein wird. Die Reifen fallen sich ganz anders. Ganz kurios auf einmal. Ja, Deutschland hat auch heute das Halbfinale gegen Frankreich verloren. Ich hatte es so ein bisschen vermutet, dass sie das nicht gewinnen. Und das hat sich dann auch leider bestätigt. Aber Fußball ist ein bisschen anderes Thema. Die Einstimmung zu Großbritannien habe ich auch schon gegeben für euch. Mit den wichtigsten Informationen, auch meine Top 10. Video kam auch relativ gut wieder bei euch an. Momentan kommen die Videos echt besser an als die ganzen Let's Plays. Das ist interessant. Da merkt man einfach, dass die Let's Play-Szene so ein bisschen, ja, nicht mehr
so wirklich in ist. Also wirklich ein Let's Play-Kanal, der lohnt sich ja schon fast kaum noch. Aber das macht mir trotzdem immer noch nach wie vor Spaß und deswegen bringe ich das Ganze auch noch. Die fahren da vorne mal deutlich schneller als wir. Da brauche ich mir also keine Gedanken machen, dass ich die in irgendeiner Weise attackieren kann. Rosberg liegt in Führung vor Hamilton. Dann kommen wir. Könnte wir ein einsames Rennen auf der 3 hier werden. Also könnten wir eigentlich wieder viel, viel philosophieren über F1 2016. Aber das war es eigentlich schon. Ja, ganz kurzer Teaser wurde angekündigt. Und mehr war das eigentlich auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass Codemasters mit den Informationen jetzt sparsamer umgeht. Es ist nur noch ein Monat und ich weiß immer nicht, ob ich meinen Urlaub bekomme. Für einen Livestream. Ja, das ist halt die nächste Situation. Ja, bei mir auch. Also mir gefällt die Bremse hinten momentan hier nicht. Das ist so ein bisschen viel zu viel übersteuern. Ist mal weniger gebremst, dann geht das einigermaßen. Weil ich kann mich auch nicht absetzen vom Bottas. Fahrer vor mir. Wahnsinn. Keine Zeit. Das ist zu viel eigentlich. Auch auf dem Mercedes. Auch wenn wir im Qualifying dicht dran waren. Das ist mir zu viel, was ich im Rennen jetzt hier verliere. Großbritannien, wie gesagt, steht an. Und dann nochmal ein wichtiges Thema, was ich heute wieder gelesen habe. Sicherheit oder die Spannung. Das ist das, was momentan die Formel 1 so ein bisschen spaltet. Ich bin ja eher der Freund von Spannung als von der Sicherheit, weil die Sicherheit in meinen Augen einfach mittlerweile hoch genug ist. Ja, ich bin mal dafür, dass wir das nochmal ein bisschen hinauszögern. Den Boxenstopp. Vielleicht fahren sie sogar zwei Stops. Die da vorne. Dann könnte ich hier sogar wieder auf dem Rennsieg spekulieren. Es gibt auf ein paar Strecken, da ist es durchaus der Fall. Singapur ist aber auch eine Strecke, wo die KI einfach wieder nur den Reifen verschlechtert. Der Bottas zum Beispiel, der kann mir nicht mehr so ganz folgen. Die Hinterräder sind aber die ersten Reifen, die abbauen. 7 Sekunden nach vorne, wenn es am Ende 8 sind, dann sind das 2 Sekunden pro Runde. Das ist aber auch zu viel. Zumal ich ja noch die Primes aufziehen muss. Der vordere Lenker wird hier gar nicht belastet. Wir fahren hier so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn in Singapur. Mehr Linkskurven als Rechtskurven. Also in Runde 4 fangen erstmal an, die Reifen langsam abzubauen. Hier werden wir auch nächstes Jahr wieder Ultrasoft zu sehen bekommen. Oder für dieses Jahr für euch. In dem Spiel wäre es sogar 2 Jahre. F1 2016 kann ich nur dazu sagen, ihr habt eigentlich relativ entschieden, in welchem Team es geht, nämlich ins Haas-Team. Mal schauen, ob wir das Team Haas aufbauen oder ob wir nach der ersten Saison wieder direkt wechseln. Richtig, und warum soll ich dann in 2 Runden in die Box kommen? Das ist dann wiederum die andere Frage, die ich mir dabei stelle. Heute auch wieder sehr verhalten hier am Fahren. Ja, und das Steuern. Gar nicht schön. In der Sekunde kann ich mich noch anfreunden. Du baust den Vorsprung auf Bottas aus. Seine Rundenzeiten sind 5 Zehntel. Das ist echt ein einsames Rennen hier. Also ich habe vorne wieder weit und breit nichts und hinter mir ist der Bottas. Der hat aber einen Sicherheitsabstand. Wohlgemerkt. Wetterbericht. Und trocken bleibt es auch, okay. Wenn schon lange kein Regenrennen mehr gehabt. Wo die KI meiner Meinung nach auf Experte deutlich schwächer ist als auf Legende. In Legende kriegst du ja wirklich einen monstermäßigen Schub. Hoppala. Die Benzinlast beträgt nur etwa 75% des Startbenzins. Doch 75%. Ich kann hier sogar Benzin rausballern jetzt mal. Mit den abgelutschten Reifen hier. Normalerweise mache ich das ja am Anfang eines Rennens. Hier habe ich so ein bisschen verschlafen. Ein gutes Ding, auch wieder 8 Stunden Arbeit in meinen Knochen. Und im Kopf auch. Von daher ist das nicht ganz so ohne.
Hier noch bei der vollen Konzentration. Mir ist das schon aufgefallen, dass ich meine Hinterräder blockiere, Chef. Nur wenn ich die Bremsballons nach vorn verstelle. Obwohl, man könnte es eigentlich machen. Wir machen das ganz einfach mal. Wir verstellen mal die Bremsballons nach vorne. Mal gucken, ob da ich besser bremsen kann durch. Oder vielleicht sogar noch schlechter, weil wir dann die Vorderräder blockieren. Konstante 1,487 fahre ich. Und Bottas hat jetzt mal ordentlich in der letzten Runde verloren. Also bei ihm setzt wohl schon der Reifenverschleiß ein. Ja gut, einen Monat noch, dann kommt F1 2016. Ich freue mich da richtig drauf. Endlich mal ein Spiel, womit ich richtig durchstarten möchte. Also in Bezug auf richtig durchstarten mit einem Livestream, mit Training Qualifying, mit anderen Videos auch wieder. Also es soll noch kompakter werden, als das in 2015 der Fall war. Einfach mal ein Neuanfang. So kann man es auch ausdrücken. Neuanfang nach 2015, nach 2014. Einfach mal quasi ein Neuanfang. Mit dem Livestream, den ich aber immer noch nicht zu 100% bestätigen kann. Das wurmt mich so ein bisschen. Ich kann den nicht 100%ig bestätigen. Weil ich da immer noch auf eine Antwort vom Chef halt einfach warte. Das ist das große Manko daran. Nein, 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 weil die Reifen gehen noch. Und solange diese Reifen noch Grip haben, sowohl vorne als auch hinten, fahren wir mit denen hier weiter, Chef. Fahr rein hinter mir. Das ist ja immer viel hier, auch in Singapur. Die Runden sind sehr lang. Man versucht hier die volle Distanz zu fahren, anders als zum Beispiel in Monaco. Ja, Sicherheit oder die Spannung. Grundsätzlich sage ich immer, die Sicherheit ist eigentlich hoch genug mittlerweile. Da braucht es jetzt nicht unbedingt noch weitere Skatkurse. Das zum einen. Weil Skatkurse bringen für mich zum Beispiel keine Spannung. Aserbaidschan, das war kein Spannungsrennen. Das war ein stinklangweiliges Rennen. Da will ich dann doch lieber sowas haben wie in Spielberg mit den hohen Curbs. Mit den sogenannten Baguettes, wo dann am Ende doch nochmal was passieren kann. Als in Aserbaidschan ein Rennen, wo einfach zu überholen war aufgrund der extrem langen Geraden dort. Und das Risiko wurde auch enorm rausgenommen, aus dem ganz einfachen Grund. Da man das Auto einfach nur sicher ins Ziel retten möchte. Also, das war so ein bisschen die Kernseite eines Skat-Kurses, wie das in Aserbaidschan einfach der Fall war. Deswegen hat mich dieses Rennen auch absolut nicht angesprochen. Werde ich vielleicht auch machen in F1 2016, einfach mal ein Video rausknallen in Aserbaidschan. Noch vor der Karriere oder so. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber immer alles schön der Reihe nach. Muss gar nichts. Ich muss grundsätzlich gar nichts. Wir müssen nicht reinkommen. Wir müssen auch noch nicht die Reifen wechseln. Wir können auch draußen bleiben. Ich habe auch ungefähr nochmal hochgehen, ob wir mit der Bianchi-Saison und auch mit der Last to First Saison fertig werden. Ja, wir werden damit rechtzeitig fertig. Also da brauche ich mir keine Gedanken drüber, warum ich das immer diesem Rhythmus beibehalte. Dann hatte ich euch vor langer Zeit mal abstimmen lassen. F1 2010 oder DTM Experience. Und ich denke mal, wir werden DTM Experience erleben. Weil ich habe da wieder Bock drauf. Ja, ich werde auch danach, glaube ich, wirklich reinkommen. Also langsam bauen dann die Hinterräder doch ab. Nur eindeutig noch nicht. Werden aber noch eine bessere Leistung hergeben als die frischen Primes. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wir konnten ja länger fahren als die Konkurrenz. Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, Konkurrenz zu sagen. Mein Teamkollege ist in der Box. Und nicht unbedingt KI zu sagen.
Aber ich glaube, manchmal rutscht mir das auch noch raus. Ich habe vom Auge habe ich das Gefühl, das Bild ist sehr, sehr schwammig. Aber das ist wirklich nur mein Auge. Weil ich habe wirklich durchgehend meine 60 FPS. Das wundert mich momentan so ein bisschen. Hier zum Beispiel ganz kurz wirkt es extrem schwammig. Als wenn Elex drin wären. Das Ziel vom Team. Hoppa, da war der erste Platz. Okay, meine Hinterräder sind jetzt durch. Da wollen wir gar nicht mehr diskutieren. Da fahren wir jetzt ganz klar rein. Und ziehen uns unsere frischen Primes auf. Den Vorsprung auf Bottas soll ich wohl beibehalten haben. Das sind momentan der Rückstand von Ross oder der Vorsprung, den wir auf Rosberg und Hamilton haben. Keine Angst, der Bottas ist momentan nicht auf der 3. Eine perfekte Boxengasse einfach die Kappe. Hier muss man auch nicht abbremsen. Und wir haben deutlicher Benzinüberschuss. Das heißt, wir können gleich mal was verheizen. Es dauert aber lange, bis die ersten beiden kommen. Wir haben natürlich die Box ganz hinten. Ja, auf gut habe ich auf die beiden gar nichts. Das sehe ich mit dem blinden Auge. Mit dem blinden Auge. Quert auf der 4. Der hat das erst reingefahren. Der wird davon, glaube ich, auch mehr profitiert haben. Durch diesen späten Boxenstopp. Ricciardo jetzt auf der 4. Und der Quert ist ja hier Toro Rosso. Haha. Fail. Nee, nach dem Überholmanöver nicht. Boah, hätte auch noch mehr unterschreien als vorhin. Fahrer hinter mir. Ah, wir machen, ja. Ich bin echt so ein bisschen verplant heute. Das tut mir jetzt schon leid. Aber solche Tage gibt es halt auch. Wo man halt einfach ganz verplant ist. Nur ich wollte euch auch nicht ohne eure tägliche Formel 1 Dosis dastehen lassen. Deswegen, ich bin so jemand, wenn ich Bock habe, nehme ich auf. Und wenn es dann einfach mal sprachlich nicht funktioniert, dann stört es mich nicht. Ich bin ja jetzt nicht so wirklich der Perfektionist unbedingt, der sagt, boah, das Video muss super perfekt sein, dann lade ich es erst hoch. Also so ein Typ bin ich absolut nicht. Ich mag das auch irgendwie nicht, so ein perfektes Video mir anzugucken. Wo alles perfekt geschnitten ist, alles irgendwie, ja, so quasi wirklich so wirkt, als wenn man wirklich immer das Perfekte will. Das mag ich nicht. Ich weiß auch nicht. Fehler gehören irgendwo dazu. Es ist ja das gleiche wie bei der EM, wo man den Anschluss, oder wo ZDF den Anschluss verpasst hat, ja. Den Anschluss vom Deutschland-Frankreich-Spiel hat die ZDF das verpennt, den Anschluss zu zeigen. Das gehört dazu. Das passiert selbst im Besten. Dass einfach Fehler sind normal, ja. Und ich habe auch schon wieder Fehler gehabt in meinen Videos. Ich gehe einfach dazu. Wenn ein Fehler passiert, dann passiert es. Ich schaue nicht fünfmal hintereinander mir nochmal das Video an, ob es wirklich perfekt ist. Wenn ich sage, es ist einigermaßen in Ordnung, die Qualität, damit bin ich zufrieden, dann lade ich das Ding hoch und veröffentliche das Ding auch. Kleine Fehler passieren immer. Gerade wenn man jetzt nach 8 Stunden arbeitet, dann nochmal eine halbe Stunde aufnimmt und dann nochmal eine Stunde dann rendert und dann vielleicht mal einen Mauszeiger vergießt. Das habe ich alles schon gehabt. Ja. Das gehört einfach dazu. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt unbedingt ein Video in der höchsten Auflösung sich angucken muss oder unbedingt 60 FPS braucht. Da bin ich auch nicht unbedingt der Typ für. Da YouTube das meistens eh noch selber konventioniert und eh die Qualität deutlich heruntersenkt. Wobei ich mittlerweile festgestellt habe, wenn die Bitrate des Videos hoch genug ist, dann merkt man das gar nicht so sehr. Also dieser große Qualitätsunterschied. Nur bei Formel 1 merke ich den großen Unterschied. Bei The Walking Dead, wenn ich mir das Video auf YouTube angucke, das ist genauso, als wenn ich es gezockt hätte. Kein Unterschied. Nur bei Formel 1, da merke ich komischerweise einen Unterschied, obwohl ich da auch schon die Bitrate extrem hochgestellt habe. Aber es liegt einfach der Tatsache daran, dass mein Monitor einfach eine höhere Auflösung hat und das deswegen bei mir so pixelig aussieht oder so
so schwammig aussieht. Das kann natürlich auch da dran liegen. Ist ja doch vielleicht nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein Video mit einem 4K-Monitor angucke, der natürlich auch was kostet. Der natürlich auch ordentlich was kostet. Fahrer hinter mir. Ja, einsames Rennen. Einsames Rennen, deswegen kann ich hier viel erzählen über Videobearbeitungen, Sicherheit und Spannung. Das Thema habe ich immer weiterhin verpennt. Aber da gibt es für mich nicht viel zu erzählen. Spannung oder Sicherheit, das sind zwei ausschlaggebende Worte, die sich selbst erklären sind. Zum Beispiel, das Rennen ist hier nicht spannend, aber hoffentlich unterhaltsam noch weiterhin für euch. Und das gehört für mich dazu. Habe ich mir noch irgendwas vorgenommen für F1 2016, wenn wir schon mal F1 2016 mal angesprochen haben. Was ich mir vorgenommen habe, ist diese Diskussionsvideos. Die werde ich auf jeden Fall weiterführen. Sind natürlich auch mit Arbeit verbunden. Und auch diese Rennvorschau-Videos. Die machen echt Bock, das aufzunehmen. Das macht richtig Bock. Da zockt man nämlich hier mal wieder so offscreen einfach mal eine Runde. Und das ist immer so schön. So offscreen einfach mal wieder nur zu zocken, das Ganze einfach nur aufzunehmen und dann einfach mal ein Thema einfach mal loszuwerden. Ich finde, das ist sogar ein bisschen einfacher unterzubringen als in so einem Let's Play Part. Trotzdem, natürlich in Let's Plays werden natürlich weiterhin Themen angesprochen. Das bleibt ganz klar bei mir bestehen. Genauso wie auch die Community Livestreams bestehen bleiben. Weil die Community Livestreams, das ist das mein Draht zur Community, ganz einfach. Die Livestreams. Oder auch per Steam oder auch per, ja gut, Skype eher weniger. Bei WhatsApp, da sage ich erst recht nein zu. Weil ich habe auch schon YouTuber gesehen, die WhatsApp machen. Wo ich mir dann jedes Mal nur gesagt habe, WhatsApp als YouTuber, nein danke. Das ist mir einfach zu unsicher. Weil ich würde keine Telefonnummer irgendjemanden angeben. Zumal es ja auch ein Risiko für euch Zuschauer ist. Ja, ihr gebt ja quasi auch eure Telefonnummer preis über WhatsApp. Also ihr gebt sie mir quasi preis und ich kann damit auch was machen. Und wenn jemand wild Fremdes, den ich nicht kenne, eine Handynummer oder eine Telefonnummer zu vertrauen, halte ich auch für die heutigen Zeit einfach sehr, sehr gewagt. Und deswegen kam ich auch noch nicht auf diese Idee, über WhatsApp das irgendwie zu machen. Die Idee mit den Livestreams finde ich eigentlich immer noch die beste Möglichkeit, mit einem YouTuber in Kontakt zu treten. Das ist für mich das Persönlichste, ganz einfach. Über eine Teamspeak mit jemandem Kontakt aufzunehmen, wo man sich gegenseitig auch versteht und nicht die ganze Zeit an dem Handy da drum tippt, quasi, und darüber kommuniziert. Das ist ja das gleiche wie eine Kommentarfunktion, die ich nur wie eine Diskussion ausweite. Also ich brauche es in meinen Augen nicht. Klar, vielleicht ist es bequemer. Vielleicht ist es bequemer für den Zuschauer, in Kontakt zu treten. Aber für mich als YouTuber ist es einfach eine zu hohe Unsicherheit. Weil ich will nicht wissen, wer die Videos zum Beispiel noch später schaut. In 2 Jahren oder so. Man weiß halt einfach nicht. Deswegen bleibe ich dabei. TS, die sicherste Option. Livestreams. Und da ich habe auch in der Hinsicht nicht weiter. Noch keine weiteren Gedanken gemacht. Die Community-Livestreams, die bleiben bestehen. Das interessiert auch noch die meisten. Weil dann zockt man zusammen. Das ist für mich einfach eine Community-Bindung mittlerweile auch. Diese Livestreams. Die Bindung, die halt besteht, dass man tauscht sich da aus. Da haben wir auch mal in Aserbaidschan, glaube ich, war das, habe ich auch mal einen Livestream direkt nach dem Rennen gemacht. Da haben wir darüber diskutiert, über das langweilige Rennen. Das kam auch relativ gut an. Also ich brauche da jetzt nicht Kommunikationsinstrumente wie Skype oder WhatsApp oder was da noch alles irgendwie gibt. Da reicht für mich die normalen YouTube-Funktionen völlig aus, per Livestream oder per Kommentare.
wenn man mal mit einem YouTuber in Kontakt treten möchte, geht das ja bei mir eigentlich relativ einfach. Und der Kontakt über Steam ist jederzeit gegeben. Weil ich glaube, ich bin auf Steam häufiger anzutreffen als zum Beispiel auf WhatsApp oder auf Skype. Weil auf Steam bin ich grundsätzlich immer online, immer. Da lese ich die Nachricht meistens noch, bevor ich auf WhatsApp oder sowas gucke. Oder Skype oder irgendwie sowas. Weil ich bin halt der typische Zocker. Und der typische Zocker typischerweise mit dem Rechner an. Und Skype ist immer an. Immer online. Und das erste, worauf ich wirklich verzichten könnte, ist auf dem Handy. Also das Handy brauche ich echt nicht. So, wir haben noch zwei Runden. Da habe ich das Thema. Der spart hier ordentlich Benzin. Ja, schön. Klar, WhatsApp in dem privaten Umkreis ist wiederum was anderes. Nur das World Wide Web vergisst halt einfach nichts. Und da bin ich halt einfach so gestrickt. Ich bin, was der Hinsicht geht, mit persönlichen Daten sehr, sehr vorsichtig. Und da gehört für mich halt auch einfach eine Telefonnummer oder auch eine Handynummer einfach dazu. Weil mit einer Handynummer kannst du schon so viel mittlerweile machen. Mit einer Handynummer kannst du zum Beispiel auch jemanden orten, wenn du es genau wissen willst. Also, das meine ich dann wieder mit Sicherheit. Wenn quasi die Dateien oder die Nachricht oder die Information an einer falschen Person weiterkommt, dann gute Nacht, ja. Und deswegen so Handy-Geschichten bin ich sehr, sehr vorsichtig mit geworden. Gerade weil ich auch, gerade wenn man mal so an PC denkt, selbst da gibt es noch so viele Sicherheitslücken und die Sicherheitslücken im Handy sind halt weitestgehend noch viel, viel größer, ja. Und irgendwann wird's kommen. Irgendwann werden wir da sein, dass dann... Kann ich euch mal erzählen. Das war in Österreich. Da haben wirklich Leute Rechnungen über 1000 Euro bekommen, weil das Handy sich selbstständig gemacht hat und SMS an den Notruf gesendet hat. Das ist jetzt kein schlechter Witz. Das war wirklich so. Und das meine ich mit wirklichen Sicherheitslücken. Also ein Handy ist echt noch sensibler als ein Rechner. Weil, wer hat ein Virusprogramm auf dem Handy drauf? Weil auf dem Handy ist ja auch nichts anderes als ein Betriebssystem drauf. Wir haben gute 90% des Startbenzins verbraucht. Noch 10%. Deswegen mit der Handysituation, da bin ich noch skeptischer. Als mit PCs. Aber da hat jeder sein eigenes Bier zu schlürfen. Ja. Oder zu köcheln. Platz 3 immerhin auf dem Podium. Danach kommt, glaube ich, Japan. Ich glaube, nach Singapur kommt Japan oder Russland. Ne, ich glaube, Russland. Kam 2015 Russland danach? Oder Japan? Bei 2016 muss man sich da, glaube ich, sehr gewöhnen, dass Malaysia sehr spät kommt. Das wird, glaube ich, die größte Umstellung sein. In der Fall 2016, dass Malaysia sehr weit hinten angesiedelt ist. Wie gesagt, ein paar Fragen hat Codemasters noch beantwortet mit so einem kleinen Teaser. Aber viele Fragen, die mich so betreffen, sind noch relativ offen. Wie macht man das mit dem Schnellmenü zum Beispiel? Mit den Reifen. Das ist zum Beispiel eine wichtige Frage, die mich einfach interessiert. Und da hat Codemasters eigentlich noch gar nichts so bekannt gegeben. Aber ich denke mal, der Hype kommt bei mir auch noch. Spätestens, wenn ich im Urlaub bin und Codemasters vielleicht noch mal ein bisschen mehr Informationen rausballert bezüglich F1 2016. Fahr rein hinter mir. Also ich denke mal, zwischen Rosberg und Ricciardo, da waren mal locker 30 Sekunden dazwischen. Ein schönes Rennen, langweiliges Rennen vom Fahrerischen, aber gut unterhaltsames mit guten Themen. Wie ich das zumindest finde.
So eine tolle Fahrt heute von Nico Rosberg. Ich bin mir sicher, das Mercedes-Werksteam wird den Sieg noch bis spät in die Nacht feiern. Die tolle Leistung, die wir heute von Ihnen gesehen haben, wird uns allen sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden. Also die Leistung bei denen auf den Options war einfach phänomenal. 1,47,1, da bin ich 1,6 Sekunden langsamer. Und das sagt ja schon mal alles aus über den Mercedes. Obwohl die letztes Jahr, ich sag's mal hier, ihr schlechtestes Saisonergebnis hatten. Das passt wiederum nicht so ganz, Koppmeister, aber hey, das ist ein kleiner Kram. Darüber muss man sich doch nicht zanken. Rosberg gewinnt vor allem hätten wir auf der 3. Dann Ricciardo hat den Bottas dann nur noch hinter sich halten können. Vettel hat sich auch vorgearbeitet auf die 6. Raikkonen am Ende 7. Massa von 12 auf die 8. Button und Magnussen in McLaren holen die letzten Punkte. Ausgeschieden? Keiner. Und ich bin echt müde heute. 200 Punkte geknackt. Ziel erreicht. Und das... Ah, Red Bull wird immer schwieriger. Red Bull, das wird ein schwieriges Ziel, aber kein unmögliches Ziel. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Ach nee, da kommen noch die ganzen Highlights. Aber trotzdem, sonst vergesse ich sie mir jedes Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Formel 1 2015 bei der Bianchi-Saison.